So, da sind wir wieder. Dennis musste leider doch kurz weg. Und jetzt fangen wir an. Ich bin ohne Witz richtig aufgeregt. Also es geht ja auch wiederum nicht um Gewinn oder irgendwas. Ich will jetzt einfach mal nur die 6 Kisten öffnen. Gewinn ist auch fast nicht möglich. Eine Kiste hat mich zwischen 9 und 59 gekostet. Wäre natürlich extrem geil, hier die AK, die 2 oder natürlich Knife generell halt. Ansonsten bin ich auch froh über die Galil R Cold, über die Dual Berettas, über die Famas, meinetwegen. Also ich bin erstmal über alle Skins natürlich, freue ich mich. Aber die hier unten wären mega krass auf jeden Fall. Und es ist leider so wahrscheinlich, dass man die am Anfang empfiehlt, sich einfach, wenn man jetzt wirklich was Krasses zieht, empfiehlt sich eigentlich direkt, das zu verkaufen, weil da die Preise noch so hoch gehen. Die werden auch extrem schnell sinken. Das heißt, erstmal ist im Prinzip, wer wirklich gewinnbringend anlegen möchte, sollte dann die teuren Skins sofort verkaufen, weil es sich einfach am Anfang noch lohnt. Ich will jetzt gar nicht länger drum rumschwätzen, ich hoffe, es zieht sich schon nicht zu lange, aber ich bin halt aufgeregt und dann rede ich und rede ich und rede ich und jetzt fange ich an. So, ich bin extrem gespannt. Oha, danke, Gabe, fick dich. Flux vorbei, die wäre mega geil, die hätte ich direkt verkauft, da hätte ich wahrscheinlich zumindest mal wieder ein oder zwei Cases rausgehabt, aber Gabe gönnt mir einen verfickten Scheißdreck. Ich hoffe auch, ihr seid heute Abend am Twitch dabei. Link werde ich gleich einblenden. Circa 21.20 Uhr bis 21 Uhr werde ich anfangen. Da werde ich auch dann nochmal 10 bis 15 Kisten öffnen. Und es wird natürlich Giveaways geben, wie immer. So, dann mache ich mal gar nicht lange rum und mache weiter. Komm bitte jetzt. Oh, da war die AK. Ja, Dual Berettas Star Trek ist auf jeden Fall okay. Ich denke, die werden auch noch den einen oder anderen Euro wert sein. Die würde ich jetzt... Es sehen schon geil aus, muss man sagen. Aber, ja, hier so... Muss schon ein bisschen heute mal reinlacken. Ich habe jetzt so Pech gehabt in den letzten Cases, dass ich jetzt die Glock 18 Raid bekomme. Raids, wie auch immer man die nennt. Ich provoziert gerade schon ein bisschen. Ich habe, wie gesagt, so viel Pech gehabt in den letzten 500.000 Kisten, dass ich hier jetzt mal ein bisschen reinlacken könnte. Aber es ist wahrscheinlich zu viel verlangt. Ja, ist es. Ich krieg die Skumbria. Über die freue ich mich zum Beispiel gar nicht. Über die Glock habe ich mich auch nicht wirklich gefreut. Nur noch 2 Cases. How to waste 60 Euro in 5 Minuten oder weniger. Komm, hier unten jetzt einmal. Ohne Witz, Mann. Es ist so traurig, was ich ziehe. Es ist... Ja! Danke! Gaben, danke! Ohne Witz, danke. Ich bedanke mich 10-mal ohne Witz, weil ich so einen geilen Item ziehe. Oh Gott. Einsatz erprobt, okay. Das ist halt jetzt schade. Die würde ich eigentlich gern spielen. Ich muss mal gucken, was die wert ist. Ob ich die wirklich spiele oder ob ich die direkt verkaufe. Und jetzt, komm, Gabe, bitte. Einmal, bitte. Reinlacken, richtig. Ah, ne, okay. Oder auch nicht, okay. Yo, schaut auf Twitch rein. Followt schon mal, wenn ihr Bock habt. Seid heute Abend dabei. Ich werde noch ein paar Kisten öffnen. So, willkommen zurück nochmal. Ich habe gerade die AK verkauft und die war halt glatte 70 Euro wert. Und deswegen habe ich gesagt, okay, da lasse ich mir doch gleich wieder ein paar Cases raus. Jo, und öffne die jetzt auch direkt. Nochmal 6 Stück für den Preis von der AK. War ich extrem überrascht, auch dass die so schnell weg war. Die war innerhalb von 2 Minuten weg. Und dann hoffen wir jetzt, dass wir einfach nochmal direkt übel reinlacken werden. Und nein, wir lacken nicht rein. Die Star Trek wäre noch ganz nice gewesen, die hätte ich gespielt. Die ist halt, die geht mir jetzt schon auf den Sack, ist echt so. Vor allem, wenn die Kisten jetzt noch so teuer sind. Komm hier unten. Boah, ich will gar nicht wissen. Boah, Star Trek, Golden Coil. Ich würde ausrasten einfach nur. Farmer Survivor Set. Jo, nicht so der Hammer. Machen wir direkt weiter. Ha, Gaben hasst mich wohl. Die wäre auch nice gewesen, lila wenigstens, aber nein, das wird blau. Halb so wild. Weiter, 3 Hammer noch. Ich erwarte jetzt einfach mal gar nichts, dass irgendwas Gutes kommt. Kobalt Core. Ja, okay. Sag ich jetzt einfach mal nichts. 2 noch. Sind bestimmt wieder die Glock 18 und Freights. Freights. Boah, bitte gib mir doch die Wingshot in Star Trek. Wie geil wäre das gewesen, Mann. Jetzt krieg ich die Rangin. Rangin. Das hört sich echt komisch an. Okay, bitte Gaben. Oh, da war wieder was Pinkes, Mann. Ärger mich nicht so. Das ist echt traurig. Und nochmal die Rangin. Okay,
Okay, das war jetzt ultra deprimierend und ultra traurig. Drückt mal einen Daumen hoch rein, um mich ein bisschen aufzumuntern, würde mich riesig freuen. Vielen Dank fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal. Schaut auf Twitch vorbei. Ciao. So, ich habe gerade die Preise von den, was ich jetzt hier noch als letztes gezogen habe, gecheckt. Das ist äußerst traurig, deswegen mache ich jetzt hier einfach einen Aufwertungsvertrag. Ich habe erst überlegt, ob sich das überhaupt lohnt. Und leider lohnt sich's, weil es einfach nichts wert ist. Die Preise sind wohl etwas schneller gesunken. Wir müssen aufpassen, dass ich die richtigen jetzt mit reinpacke. Green Marine. Jo, und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. Lila wird jetzt auch nicht so krass sein, aber vielleicht lacken wir ja rein. Nein, tun wir nicht. Gaben hasst mich. Was wird's? Galil Arsch, Stone Cold. Hoffentlich in einem guten Zustand. Aussehen tut sie geil. Einsätze probt. Wenn die jetzt nicht so krass wert ist, werde ich die auf jeden Fall spielen. Jo. Packe ich den Trade-Up noch mit rein. Vielen Dank fürs Reinschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao.